schleicht rum wie die Ahnfrau. Hey, Sie? Das ist nicht mal Guten Morgen sagen. Wie das leibhaftige, schlechte Gewissen. Ach, macht auch nur Dreck der Heimbold und ich kann's wieder wegräumen. Neue Telefonzelle. Idee von Oberfischler. Bloß gut, dass der eine Weile weg ist. Ferien ein Bergkristall? Herr Oberfischler ist zur Kur. Nein, nicht Inventur. Moment. Karl, Telefon. Ja, ich bin ja da. Ferienheim Bergkristall, guten Tag. Ich verstehe nicht. Entschuldigung, wie war Ihr Name? Ach, Herr Borgelt. Ja, ja, Ihr Brief ist gekommen, Zimmer ist reserviert. Nein, nein, keine Sorge, niemand weiß von Ihrer Ankunft. Kein Aufsehen, keine Autogramme, Sie können sich ganz auf mich verlassen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Borgelt. Ja. Susanne, Fräulein Pieper! Was schreist du denn so? Ist Zimmer 8 fertig? Wer kommt denn da rein? Das interessiert jetzt nicht. Selbstverständlich, Herr Oberfichtler. Ich möchte diesen Namen nicht mehr hören. Telefon? Das möchte ich nicht hören. Das höre ich doch selbst. Ferienheim Bergkristall, guten Tag. Ach, du bist Alois. Was? Was? Schon wieder Post vom Oberpichler? Das halte ich nicht aus. Einwandfrei. Ja, guten Morgen, Herr Heimbold. Ja. Moin, gleich fertig, der Tiere. Ja, Herr Heimbold ist gekommen. Ja, ob ich was gehört habe? Ja, bist du verrückt? Das soll doch keiner wissen. Ja, warum? Herr Borgelt will seine Ruhe. Also, zu keinem Menschen ein Wort. Wiedersehen. Herr Heimbold, muss denn das jetzt sein? Was ist? Gefällt Ihnen was nicht? Doch, sehr hübsch. Herr Bausenbach, ich bin derartig erkältet. In meinem Zimmer zieht es wie Hechtsuppe. Das ist ja schrecklich, Herr Grünewald. Ich werde sofort etwas veranlassen. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was denn das für ein Furchendackel? Das ist Herr Grünewald aus Neuruppin, Zimmer 3. Herr Heimbold, ich darf Sie bitten, Sie haben nichts gehört. Von dem Telefonat. Was denn für ein Telefonat? Ja, mit Herrn Peter Borgelt. Ja, ja, ich hab nichts gehört. Wer ist denn das überhaupt? Ja, ein Schauspieler aus dem Fernsehen. Kenn ich nicht. Meine Güte, der war doch gehämmert. Bleiben Sie mal so. Schnapp. Ja. Ach, was wird's denn, wenn's fertig ist? Ja. Ach, ich sehe schon eine Tiere. Genau. Haben Sie alleine gebastelt? Ich kann ja was basteln, ne? Sie haben ein Goldchen Humor. Ja. Wo ist denn der Heimleiter? Guten Tag, Fräulein Fitzmann, was kann ich für Sie tun? Herr Rauschenbach, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Schauspieler Peter Borgit ins Bergkristall fährt. Ja, woher wissen Sie denn das? Sollte der nicht ja heimbleiben? Na, da wissen Sie es eben jetzt. Und wenn der Bursche da ist, mache ich einen Bildbericht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Da verirrt sich so eine Persönlichkeit zu uns im Wald. Und was passiert? Nicht. Geh, Faps. Den Bursche gibt's gar nicht. Na, Sie glauben doch nicht etwas, Sie können mit der Fitzmann Hutzebuze machen. Das ist doch mein Beruf. Mein Beruf ist das. Ich fang schon nur an zu quälen. Du liebe Jüte, so ein kleines Interview. Herr Heimbold, Sie wollten doch in der Küche Regale anfertigen. Einwandfrei. Ist gut. Herr Heimleiter, Menschen wie Sie werden ein Leben lang Stellvertreter bleiben. Ja. Guten Morgen. Was nützt denn das schönste Brett, Herr Heimbold, wenn wir es vom Koppe haben? Das merkst du. Knusperkopf! Knusperkopf! Was ist denn der? Ich tu nur meine Pflicht. Aber der ist so ein Berühmter. Wer? Ach, Herr Borgelt, ja, hier war doch ein Bild von ihm. Vielleicht kennen Sie ihn unter dem Namen Hauptmann Peter Fuchs. Ich kenne Hauptmann von Köpenick. Polizeiruf 110. Ja. Oder als Seemann in Glock 88 an Strom. Hm? Jedenfalls, Herr Heimbold, ich darf Sie nochmals bitten. Alles bleibt geheim. Alles bleibt geheim. Ja. Ach, moin, Sie Ski-Experte. Na, komm, halt mal schön, oder die Uhr. Aber gerade halt, Mann, ne? Ja, mach ich. Oh, nur renn mit der Schraube. Na, haben Sie Frühstück nach oben gebracht? Frühstück, ja. Ist er krank, Ihre Kleine? Susanne, naja, nicht direkt. Wissen Sie schon, wer heute hier ins Heim kommt? Na, was haben Sie denn? Wissen Sie schon? Ja, na klar, aber sollte doch keiner erfahren. Ich sag ja nichts, von mir aus kann er kommen. Der ist doch schon da.
Was? Ich denke, der kommt erst. Gestern Abend schon. Hat gestern Abend schon? In der Direktionsreserve und mich hat er als Einzelnen informiert. Ach, das soll wohl eine Silvesterüberraschung werden, hä? Genau, Silvester hat ihm keine Ruhe gelassen. Was meinen Sie, wie oft er mir aus Bad Liebenstein geschrieben hat? Ach, da wohnt er wohl. Nee, da war er ja zur Kur. Hat der auch? Hätte er ja Oberpichler treffen müssen. Oberpichler? Na, was haben Sie denn nun schon wieder? Nein, das Geheimniskrämerei. Herr Heimbold, machen Sie schon wieder Dreck? Ja, wo ihr hobelt, wird da fallen Späne. Ne? Na, wieder besser mit der Erkältung? Kommen Sie darauf? Na, Skimeisterchen hat Ihnen doch das Frühstück nach oben gebracht. Frühstück nach oben? Hm. Na, ich wohne im Seitenflügel. Das wäre ja das Neueste. Aber wissen Sie schon das Neueste? Et kommt wer? Peter Bojard oder so ähnlich. Der vom Fernsehen? Ja, eigentlich heißt er Peter Fuchs und ist Hauptmann bei der Wasserstrompolizei. Ist schon, im Reservezimmer. Da hätte ich ja frische Bettwäsche rausgeben müssen. Oh, Mensch, alles streng hier heim. Ich gehe Reale bauen. Und kein Wort. Du, Karl, ich... Susanne? Ich muss etwas mit dir besprechen. Vertraulich. Och, wegen Peter Borg. Ja, woher weißt du denn? Das sollte doch geheim bleiben. Karl Friedrich! Warum muss ich immer alles nebenbei erfahren? Was ist denn mit Peter Borgel? Nicht so laut! Ich habe Herrn Borgel versprochen, dass es kein Aufsehen geben wird. Hoffentlich hast du ihm nicht noch mehr versprochen. Elisabeth? Karl Friedrich? Stellvertreter bin ich! Ach, tritt dir nicht drauf. Mir kannst du nicht imponieren. Ich kenne dich im Nachthemd. Gibt's nichts zu lachen, zu tun? Man lernt aus allem. Frühstück ans Bett. Reservezimmer, der Schlüssel. Fräulein Susanne, darf ich mal telefonieren? Mit Berlin? Ja. Moment. 0-7. Amt, hier Ferienheim Bergkristall 344. Ja, einmal Berlin. Die 6. Die 6. 57. 57. 48. 48. 65. 65. Ist gut, wir warten. Wenn's bimmelt, nehmen Sie ab. Danke. Hier ist er auch nicht. Ich suche den Schlüssel fürs Reservezimmer. Wir bekommen nämlich einen berühmten Gast. Kennen Sie Peter Borgelt? Vom Fernsehen. Das ist ein Mann, was? Von so einem kann unser eins nur träumen. Sie haben bei Ihren Hans Günther. Naja, aber gegen den Borgelt ist der eine Tüte voll Luft, der Ärmste. Aber ins Bimmelt abheben. Ja. Und so schleiche ich still und leise. Hab ich Sie erschreckt? Na, ich bin doch nicht Rotkäppchen. Ja. Telefon. Ferienheim Bergkristall? Berlin! Für mich? Oh, Mist, verdammte. Hallo Mutti, ich bin's. Ich? Meine Güte, ist das weit weg. Du, ich wollte dir bloß sagen, Wetter ist prima und Zimmer auch. Ich habe Großvater gesehen. Na, woher soll er denn wissen, wer ich bin? Also, wenn ihr euch damals entzweit habt, dann muss ich doch jetzt nicht... Ich finde es schlimm genug, dass ihr ihn mir 19 Jahre vorenthalten habt. 1,60 lang, 40 tief. Ich hab's mir nun mal in den Kopf gesetzt. Ja? Und grüß Heinrich, der Papa. Tschüss. Was kümmert mich euer Familienkrach? Familie ist doch gerade. Guten Morgen. Oh, Erwin Heimbold. Schrankwende, Stiel, Halbstiel. Ja, ich mache ja so ein bisschen Freundschaftsdienst. Ne? Meine verehrte Frau Gemahlin, die fühlt sich ja immer sauwohl. Ich meine, die weilt sehr gerne im Gebirge. Ja, ja, und das ist eine Skizze für ein Küchenregal, ne? Also die Winkelstützen würde ich nach hinten setzen, das stört nämlich sonst die Vorderseite. Willst du wohl einen Tischlermeister auf den Arm nehmen, oder muss ich Sie sagen? Nee, ich bin erst 19, ich studiere nämlich Innenarchitektur. Wie heißt denn überhaupt? Maxi. Heiß ich Moritz. Opa Moritz, darf ich so sagen? Einwandfrei. Wer heißt hier Moritz? Erwin, du? Hallo Frau Heimbold, Ihr Gatte ist prima. Und Sie, Sie sehen fantastisch aus. Ja, sag mal, Erwin. Bei dir piepen wohl die Hormone. Du könntest ja ihr Großvater sein. Charlotteken, auch der Herbst hat schöne Tage. Ja, Mensch, wie siehst du denn wieder aus? Jemsenschreck. Ich mache eine Bergwanderung. Durch die Täler weit überhöhen. Und mit den beiden Tanten, mit denen du mal latscht, ne? Also Fräulein Siebenschuh und Fräulein Hüttenrauch sind ganz reizende Damen. Ha, da kommt ja Fräulein Hüttenrauch. Schönen guten Morgen, meine Liebe. Morgen, morgen, verehrteste Morgen, Heimbold. Hey, sehen ja flottigen aus. Keine albernen Komplimente, ich hab selber einen Spiegel. Nun, teuerste, wo ist Fräulein Siebenschuh?
Unser Kleinchen wird wohl Schwierigkeiten mit den Bergschuhen haben. Ja, vielleicht ist er in ihrem Bett vom Weg abgekommen. Erwin, lass die Stichelei. Verehrtester, wir Frauen wandern, ja, erobern die Natur, erklimmen die Berge. Sie knallen Bretter zusammen, kleckern mit Leim durch die Gegend und verkaufen fornierte Presspappe. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Einwandfrei. Guten Morgen. Ha, die dritte Jemse. Schein. Das war gestern. Meine Damen, ja, heute geht's zum Eulengrund. Sie werden schon erwartet. Vor dir stehen Damen. Also ich muss was mit den Ohren haben. Apropos Augen. Ja, das ist ja nun wirklich sehr schade. Was ist schade? Ja, da können Sie ja die Ankunft ja nicht miterleben. Was denn für eine Ankunft, Erwin? Es kommt wohl wer? Charlotte, wenn du das wüsstest, würdest du deine Eulen glatt sausen lassen. Et kommt wer? Von Fernsehen. Wer? Erwin, wer? Sohn, Mann! Beim Fernsehen gibt's Männer? Hm? Hauptmann von der Polizeisendung. Doch nicht etwa. Nein, das darf nicht wahr sein. Meinen Sie etwa Peter Borgelt? Seid ihr stille! Macht euch in der Wälder! Oh nein. Der Eulengrund wird verschoben. Ein Borgelt ist wichtiger. Ich bleibe. Ja, na dann ich doch sofort auf. Dann wandern wir also heute nicht. Mein Gott. Interessiert Sie so ein Mann nicht? Allgemein werde ich immer übersehen. Na ja, also so ein bisschen uftüffen müssen Sie sich schon. Von nüscht kommt nüscht. Wir werden ihn gebührend begrüßen. Mein Gott, ich sehe ja aus wie eine offene Selters. Und was ziehe ich denn an? Oh, Erwin, warum hast du mir denn nicht das Festensemble aus dem Edge gekauft? Du bist immer so gemein zu mir. Meine Damen, bis später. Sollten Sie mich nicht wiedererkennen, ich bin es trotzdem. Frau Heinold, Frau Heinold, was zieh ich denn nur an? Dann nehmen Sie doch die Röcke über den Kopf zusammen und jener als Tulpe. Sie sind gemein. Einwandfrei. Ja, Frauen sind eine raffinierte Mischung zwischen Brandstifter und Feuerwehr. Und der Borgel ist eine Granate. Dabei kenne ich den ja nicht. Mit freundlichem Gruß, oh Heim aller Bergkristalle, zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal. Sind Sie der Mensch, der hier leitet oder Ähnliches vollbringt? Nee, das bin ich nicht. Aber ich kann den Heimleiter rufen. Sie werden nämlich schon erwartet. Das ist er. Na, Potzchen, Freude über Freude. Man erwartet mich noch. Ist doch hübsch, diese Almenhütte. Was man so schweifender Blick. Ja. Gemütliche Atmosphäre, was? Ja. Heimelt richtig vor sich hin. Mit Luxusbrennstelle und Klavier. Oh. Da klingt ja direkt wie Klingklang Gloria aus Klingenthal. Soll ich mal klingeln? Frisch zur Glocke gegriffen, um mit Freund Schiller zu läuten. Genau. Das muss er gehört haben. Dank für freundliches Geläut. Einwandfrei, ich weiß ja, für wen ich gebümmelt habe. Sie kennen mich. Guten Tag, es wurde geläutet. Das ist unser Heimläuter. Und ich zieh mal jetzt zurück. Naja, berühmt sehen Sie ja nicht gerade aus, aber das kann auch an meinem Apparat liegen. Na, wir sehen uns später. Einwandfrei. Wer war jener? Herr Heimbold aus Berlin. Der verlorene Großvater. Wie bitte? Ich sehe an der Verspätung Ihrer Gesichtszüge, Sie haben mich nicht verstanden. Das macht nichts. Reden wir von Erfreulicherem, reden wir von mir. Ich bin da und das ist Freude genug. Ja, mein Name ist Rauschenbach. Der mit der klappernden Mühle, was? Wie bitte? Ein Scherz. Mein Name ist Harry Hahn. Ach, dann sind Sie nicht. Bin ich nicht und will es gar nicht sein. Mein Name ist Harry Hahn. Ich bin ein einfacher, aber fleißiger Hahn, werde hier erwartet. Ja, von wem bitte? Von einem Huhn. Verzeihung, von meiner Braut, von meinem Fräulein Braut. Kennen Sie meine Braut nicht? Das macht nichts. Ich kenne sie auch nicht. Wer kennt sowas heute schon noch? Ja, Harry! Ja. Mein Huhn, ich höre es am Gegacker! Nehmen Sie ihn um Himmels Willen nicht ernst, Herr Rauschenbach. Er redet immer so einen Unsinn. Oh, wie schön, dich so hoch über Meeresspiegel wiederzusehen. Küss mich, ich habe was Richtiges gesagt. 21, 22, 23, 24.
Ich gehe mit den Hühnern ins Bett. Mein Schlüssel, Herr Bergkristall. Ja. Also ich habe die 5. Soll das heißen, ich habe ein anderes? Harry, der Großvater. Der geht mir auf die Schneeketten, der Großvater. Verzeihung, ich hätte da noch die 4. Oh, liegt ja wohl gleich neben der 5, was? Und hier der Schlüssel zur Verbindungstür. Na, pfui, Teufel! Hoffentlich ist sie geölt in den Angeln, mein Engel. Komm, es wird ein emsiges Rein und Raus. Na, Puppe, Puppe, Hühnchen, ab ins Nest. Die Fahrt war furchtbar anstrengend. Und wie bist du hergekommen? Stell dir vor, es war einmal ein Postmann, der hatte ein Pferd. Hat sich erwartet, Herr Gebracht, ist er noch da? Er hatte seinem Pferd noch etwas vorzuwerfen. Ich nehme an, es waren Körner. Vielen Dank für die Zimmer. So, nun komm, wir haben 3 Türen zu öffnen und noch einiges andere. Ha! Man müsste noch mal... Rauschenwäschlein, Heimleiterchen, na, ist das ein Anblick? Raffiniert, was? Naja, war ja auch teuer genug. Wollen Sie so wandern gehen? Kein Mensch wandert heute. Oh, ich bin ja so aufgeregt, aber ich verrate nichts. Ich könnte mich lang hinschmeißen. Tschüss! Wenn die wüsste, dass der Borgelt kommt. Nie wieder werde ich Stellvertreter. Ja, Alois, bist du übergeschnappt? Mein Martinshorn. Eben schon immer ein bisschen für den Empfang von Polizeiborgel. Ist der mal ein Schluck aus meinem Posthorn? Du, mit schlechtem Gewissen. Ich bin im Dienst. Ja, siehst du, ich habe ja schon Feierabend. Dann trinke ich auf dein Wohl, es wird er gut tun. Bist du verrückt geworden? Mein schöner Wurzelpeter aus der Küche. Das ist aber unfreundlich, wo ich so mit dem Magen habe. Dann geh zum Arzt, nicht an meine Flaschen. Also Geschmack hast du, Karl. Hm? In die Küche abgefüllt, hat sie gar nicht gemerkt. Hier ist der Brief von Oberpichler. Jeden Tag so einen Brief. Machen Sie dies, machen Sie das. Na, bin ich ein Hans Wurst? Ja, freilich. Was? Ich meine, freilich ist das eine Zumutung. Und nun dieser Borgel. Was soll ich solchen prominenten Gast nur bieten? Ja, was kannst du so einem prominenten Gast denn bieten? Die Sauna ist schon eingeweiht. Vielleicht kannst du eine neue Telefonzelle einweihen. Wird sich der Polizeiborgel freuen unter dem Motto, jeder einmal in die Zelle. Rauschenwäschlein, haha, Alois. Jetzt sind wir schon 2, die sich schick gemacht haben. Die sich schick gemacht haben. Aber wir verraten nichts. Wir verraten nichts. Und jetzt holen wir noch Frau Hüttenrauch. Die sich auch schick gemacht hat. Naja, soweit das möglich ist. Wir hatten die rausgelassen. Wieso wissen denn die auch schon was von Borgel? Kein Mensch weiß was. Und du auch nicht. Wir hauen's mich doch nicht an, Karl. Ich will dir doch helfen. Ja, habt ihr auch schon nämlich eine Idee? Was? Ja. Ihr könnt doch zu Silvester mit der Theatergruppe von der Post ein Kriminalstück aufführen. Ja, bist du übergeschnappt? Nö, nö, das ist ja ein Stück von mir. Von dir? Ja, ich habe nämlich eine kriminelle Begabung in mir drin als Schriftsteller. Mm. Und war doch der Borgel von der Polizei ist. Du, der spielt Polizeirollen. Ja, das willst du mal sagen, so wie der jeden Räuber schnappt. Willst du mal was hören? Ach, ich habe jetzt keine Zeit für solche Unsinn. Warte doch, dir wird's doch heiß und kalten Rücken runterlaufen. Warte doch mal, ich werde mal was vorlesen. Warte mal. Überschrift. Sein letzter Fall. Erstes Kapital. Kapitel. Was? Du sagtest Kapital, das heißt Kapitel. Wenn du alles besser weißt, da weißt du vielleicht auch schon wieder, wer der Täter ist, ja? Also dazu. Stockfinster war die schwüle Sommernacht. Schwärzer als das schwärzeste Schaf. Kein Baum, kein Strauch, nichts aber zu erkennen. Bloß der Nero zitterte. Ach, da spielt die Geschichte wohl im alten Rom. Wer spielt im alten Rom? Der Nero war ein Kaiser im alten Rom. Nero ist der Hund. Und Kriminalkommissar Meyer. Jetzt ist mir alles klar. Ja, das möchte ich bezweifeln, ja? So. Also, unmerklich zitterte Kommissar Meyer. Ich denke, der Nero zitterte.
Na ja, sie zittern im Bäde. Sie frösteten in der schwülen Sommernacht. Mensch, ist doch eine Spannung. Irrsinnig spannend. Also dazu. Plötzlich zuckt der Kommissar zusammen. Und warum zuckt der Kommissar zusammen? Ja, warum, warum? Jetzt müsst ihr es wissen, was? Ich will jetzt wissen, wer der Täter ist. Ja, das will ja der Kommissar auch wissen. Du hetzen doch manch so. Also plötzlich, ja, laut. Bist du? Plötzlich raschelt's in den Blättern. Kein Baum, kein Strauch, wo kommen Blätter her? Ja, Blätter, Blätter, Blätter. Von der Zeitung. Da drunter kommt was vor. Der Täter. Quatsch. Ihr Hund. Schon wieder? Nee, warte mal. In der Hand. Schlecht geschrieben. Muss umblättern. Stimmt ja auch nicht. Ich Schuh. Moment, noch mal zurückblättern, ist alles verkehrt. Ach so, ich Handschuh. Jetzt wird's nämlich spannend, weil du musst ja alles Hand und Schuh haben. Ja, Hand und Fuß. Ah. Richtig, richtig. Und mit dem Fuß schiebt der Kommissar Meier vorsichtig die Zeitung beiseite und sagt, überlegen. Darf ich Ihnen den Schlüssel abnehmen, Herr Grünewald? Darf ich Ihnen den Schlüssel abnehmen? Ach, Kalle, stimmt doch, was ist denn das da keine Leserei? Was da redet zum Volk? Schlüssel dürfen nicht mit aus dem Heim genommen werden. Wer war denn das überhaupt? Der Grünewald. Das war nicht der Grünewald, den kenne ich. Oh, du Kriminalist. Hier, sein Schlüssel von der 3. Das ist der Schlüssel vom Reservezimmer. Na, hör doch mich, ich kenne den Grünewald. Da kommt der Grünewald. Herr Grünewald, Sie gaben mir doch eben diesen Schlüssel. Wieso? Ich bin doch eben erst da reingekommen. Dieser Schnupfen macht mich noch wahnsinnig. Kann ich bitte meinen Schlüssel haben? Ja, bitte sehr. Das ist nicht meiner, ich habe die 3. Ja, Entschuldigung, natürlich, bitte die 3. Denken Sie den Kräuterschnaps zur Beruhigung? Ich bin ja nicht lebensmüde. Vielleicht die Sauna. Sauna ist gut, Herr Grünewald, da kommt alles raus. So wörtlich habe ich es ja nur ohne gemeint. Wer war der andere? Und wieso hatte er den Schlüssel zur Direktionsreserve? Karl, ich übernehme den Fall. Ich werde den Unbekannten in kürzester Zeit zur Strecke bringen. Hast du Handschellen im Haus? Ich bin ein Ferienheim. Nur warte doch mal, vielleicht bringt der Borges welche mit. Wie konnten Sie sich den Schlüssel wegnehmen lassen? Ihre Sachen sind doch noch oben. Vorsicht! Der Schlüssel! Dieser Schlüssel ist wie vom Erdboden verschwunden. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich überhaupt noch suchen soll. Ja, bin ich denn blind? Da hängt er ja! Karl! Karl, hast du den Schlüssel fürs Reservezimmer ans Brett gehangen? Karl! Zu spät! Jetzt hat ihn Susanne. Und Ihre Sachen, der Korb, die Lebensmittel? Sehr gut, der Generalschlüssel. Sie holen jetzt schnell Ihre Sachen und ich organisiere ein anderes Zimmer. Na bitte, nochmal alles gut gegangen. Was ist nochmal gut gegangen? Mit wem sprichst du überhaupt? Na, mit dir, Suschen. Ich bin doch gerade erst gekommen. Ja, ich weiß, darum habe ich auch schon angefangen. Und was willst du hier? Ich kam gerade da herein, genauso war es, als ich kam. Von wo? Von da. Und wo willst du jetzt hin? Nach da. Nee, da. Nur zu dir wollte ich, Susi. Jetzt fällt mir es wieder ein, zu dir in die Putzkammer. Das ist doch immer so gemütlich bei dir in der Putzkammer. Sag mal, spinnst du? Ich habe alle Hände voll zu tun. Bis jetzt habe ich den blöden Schlüssel fürs Reservezimmer gesucht. Du hast ihn ja gefunden. Da am Brett hing er. Ja, da hing er ganz auffällig. Hing er da. Und was machst du jetzt? Ich gehe ins Reservezimmer. Mhm. Oh, Susi, Susi. Ich habe auf einmal Kopfschmerzen, du. Weißt du, wie das hämmert? Ich bin da richtig behämmert. Willst du eine Kopfschmerztablette? Ich hole welche von Elsbeth. Eine Azesal, Neuranidal oder Kopirkal? Ist mir egal. Oh. Darf ich bekannt machen? Herr Hahn, unser Skilehrer. Oh, Sie sind Skilehrer. Mhm. Ist ein wunderbarer Sport. Man kann laufen, springen, fliegen. Ich kann leider gar nichts. Bleiben wir gute Freunde. Mein Name ist Koch. Sind Sie der mit dem berühmten Großvater, der Robert hieß? Harry. Ich mag nämlich keine Großväter, die vermiesen einem das Doppelzimmer. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Koch. Bis später. Bis später.
Sei nicht so ekelhaft. Was stört dich denn, mein Großvater? Bist du vielleicht eifersüchtig? Was heißt denn hier eifersüchtig? Pass mal auf, deine Familie scheint so bimmelgeklingt zu sein, dass ich ohnmächtig werde. Die Kurzmaler wäre entzückt gewesen. So. Affe. Komm, wenn schon, dann Herr Affe. Ab in den dunklen Tarn. Schnell, bevor Susanne kommt mit den Tabletten. Haben Sie abgeschlossen? Der Korb. Wo ist der? Im Kleiderschrank. Schnell, Susanne kommt. Wohin jetzt? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie mich nicht wiedererkennen werden. Dame bleibt eben Dame. Das ist ein Modellkleid. Auf alle Fälle Treffmodelle. Ich find's niedlich. Aus einer Boutique. Auch nicht teurer als meins. Übrigens, hinten zippelt's. Bei Ihnen zippelt's auch. Das ist der Schnitt. Ja, Verschnitt. Also, ich find's sexy! Also, meine Damen, damit das nun mal klar ist, die Begrüßungsrede für Herrn Borgelt rede ich. Na, ja, natürlich. Bitte schön. Also, das ist mal sehen, wer rangeht. Feenheim Bergkristall? Wer ist da? Ah, Bad Liebenstein! Ach, Bad Liebenstein! Ist ja wie nebenan. Wollen Sie, ich horche? Was, Herr Oberpichler ist am Ende? Reden Sie keinen Unsinn. Ach, Herr Oberpichler, Sie sind am anderen Ende. Haha, hört sich so komisch an. Nee, hier ist der Alois. Nee, lauschen was, Karl ist nie da. Der kommt da aus dem Büro. Na, hören Sie. Das ist ein raffinierter Kerl, der tut, als könnte er nicht sehen, du. Guten Tag, Herr Oberpichler. Ja, selbstverständlich, Herr Oberpichler. Silvester feiern wir, Herr Oberpichler. Alles für Herrn Borgelt. Woher wissen Sie denn? Gesundes Neues, Herr Oberpichler. Der beobachtet mich sogar durchs Telefon. Mir wird schlecht. Alte, Karl, du wirst doch keine Grätsche machen. Scheren Sie gefälligst ins Bett, Sie Kurschatten. Verlassen Sie auf mich, Karl. Mensch, wenn bloß der Borgelt jetzt da wäre. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oberpichler hat aus Bad Liebenstein angerufen. Die Kopfschmerzen. Wo bist du? Vielleicht hat er sich irgendwo hingelegt. Hingelegt? Wo soll er sich denn? Ins Bett. Jetzt kann kommen, was will. Jetzt sehe ich im Reservezimmer nach. Ja, meinst du wirklich, dass er da? Ins Bett. Ich ahne was. Ich ahne furchtbar. Oh, ich krieg direkt eine Gänsehaut. Ach, also wirklich, Sie haben ja recht. Das ist ja zauberhaft hier. Wunderschön. Vielen Dank für Ihre Begleitung. Ich stelle dann Ihre, Ihre Koffer, ich stelle Ihre Koffer darüber, ja? Entschuldigen Sie bitte, ich war so beeindruckt. Und jetzt schlagen wir Alarm, dass Sie da sind. Ja, ja, doch nicht, ja. Soll doch alles im Stillen stand. Aber dann doch wenigstens einen standesgemäßen musikalischen Einzug. Oh, jetzt allein, lassen Sie doch, um Gottes Willen, das hat doch keinen Sinn. Ja, so Krawall hier im Erholungsheim, ja? Oh, komm, das ist aber eine Freude. Komm, hilf doch mal, ich komm. Na, hier ist der Name. Bitte lassen Sie das. Ja, ich darf mich vorstellen. Rauschen was, Karl. Da steht nicht mit daheim gleich. Ja, hier ist der Stellvertreter, der nicht ist auf Kur. Herr Borgelt, es ist alles vorbereitet. Ein schönes Zimmer und, wie versprochen, unbedingte Ruhe. Ho, ho, ho! Verehrter Künstler! Es ist uns eine Freude, meine Güte. Eine Freude, meine Güte, dass wir Sie unter uns haben. Nein, dass wir unter Ihnen weilen dürfen, weil wir Sie so oft gesehen haben im Fernsehen von Ferne. Ach ja, das haben wir. Darum haben wir den Stock voll in Siebenschuh. Als Zeichen unserer Verehrung überreiche ich Sie. Ihnen. Und Ihnen diesen Wanderpokal. Geben Sie her.
Als Zeichen unserer Bewunderung überreiche ich Ihnen diesen Wanderknotenstock. Bitte. Danke. Herr Borgelt, es war so geheim. Ach, lassen Sie nur. Einwandfrei, und ich hatte den im Verdacht. Na, Sie sehen wenigstens berühmt aus. Heimbeutel. Herr Heimbeutel. Ja, doch. Ich verstehe nicht viele vom Fernsehen, aber meine verehrte Frau Gemahlin, die sieht immer ihre Sendung, wenn die Polizei ruft, 007. Ein schöner Urlaub. Einbrecher? Nur wieso denn Einbrecher? Wo ist denn hier eingebrochen Bitte worden? Bitte bei mir, ich sag's. Ilse, mach doch bloß nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Na, hat vielleicht ein Elefant im Reservezimmer? Also Moment mal, bei mir in der Küche hat er Brot, Wein, Butter, Wurst und meinen neuen Einkaufskorb geklaut. Also, da seid ihr mal friedlich, ja? Tatsache ist, dass da oben einer geschlafen hat. Das ist ein Indiz. Wie war der Hauptmann? Wir können ja noch von Glicke reden. Ja, ich möchte Sie nur bitten. Also ich bin weder Hauptmann noch bei der Kriminalpolizei. Beides stelle ich nur im Fernsehen dar. Na, der hält es mal wieder. Er stellt was dar. Also, Herr Hauptmann, ich meine nur... Ich bat Sie doch, den Hauptmann wegzulassen. Freilich, Herr Hauptmann, ich meine ja nur, der Unbekannte ist ja vielleicht gar kein Unbekannter. Woher willst du denn das wissen? Du unterbrichst die Aufklärung, ja? Also ich glaube, so kommen wir ja nicht weiter. Der Heimleiter ist sicher nicht glücklich, wenn dieser, sagen wir mal, Vorfall an die Öffentlichkeit gerät. Merken Sie sich das endlich, Fräulein Fitzmann? Aufhören! Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Herr Borschelt, immer wird in der Ecke gedrückt. Das ist doch mein Beruf. Also, ich glaube, wir kommen zur Sache, nicht? Ja, warte. Zu Befehl? Zur Sache, da werde ich mal in der Sache verflanschen. Ja, ja, ich dachte nur, dass ich... Ich mach das schon. Herr Heimbold? Was wollen Sie denn von mir? Ich weiß von nichts und damit ist gut. Was gut ist, bestimme ich. Also wir. Sie waren in der Küche? So, was haben Sie gesehen? Na, was soll ich denn gesehen haben? Nicht. 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 Nicht gut? Nicht gut. Ja, eigentlich müsste man die Frage ja ganz anders stellen. Ja, was könnte denn wohl der Unbekannte für ein Motiv haben, hier herumzugeistern? Das ist richtig. Das würde ich mich auch fragen. Richtig. Da frage ich mich das auch. Damit fragen wir uns alle dasselbe. Damit wäre die Frage erledigt. Hat noch keiner eine Frage? Vielleicht könnte jemand endlich mal eine Aussage machen, die uns weiterhilft. Mensch, Karl, musst du immer... Bitte? Hat jemand eine Aussage zu machen, die uns weiterhilft? Keiner. Das ist ich hätte eine Aussage zu machen. Schon wieder Sie. Wie heißen Sie überhaupt? Harry Hahn. Da krähen Sie nicht dauernd dazwischen. Was haben Sie für eine Aussage zu machen? Ja, also, ich habe heute Vormittag jemanden mit einem Korb Lebensmittel die Treppe rausgebracht. Bitte, einen Korb? Da ist nicht jemand, der einen Korb hat. Das hat ihn gesehen. Und es ist ein Luis, lass es räumen! Richtig so? Kann nicht schaden. Gut. Das ist ja interessant. Mit dem Korb der Treppe auf. Ja. So, aha. Und, auch wieder runter? Hier wird man ja verhört, als hätte man was verbrochen. Kümmer du dich doch um deine Briefmarkenpostsack. Postsack? Hast du eben Postsack zu mir? Herr Borget? Der hat Postsack zu mir gesagt. Ja, das ist sachlich nicht richtig. Das heißt Postbeutel. Postbeutel. Postbeutel.
Das Beutel ist ja noch schlimmer. Ich bin doch kein Känguru. Du Schieflitzer. Danke, jetzt kannst du was erleben. Also, Sie wissen wirklich nicht, wer die Treppe heraufgegangen ist. Auch noch verstockt. Macht euch nur verdächtig. Dann kannst du mir vielleicht auch sagen, wer frische Bettwäsche fürs Reservezimmer rausgegeben hat. Bin ich Levertex? Wo befindet sich denn der Schlüssel zur Wäschekammer? In der Putzkammer. Und wer hat da Zutritt? Eigentlich nur ich. Also direkt verschlossen ist bei uns nichts. In die Putzkammer könnte jeder rein. Was? Jeder? Na, Herrschaften, das wird ja immer verdächtiger. Das weißt du doch selbst. Wir müssen noch gar nicht. Wer hat denn den Schlüssel zum Reservezimmer? Fräulein Pieper. Ja. Aha. Wer ist denn das nur wieder? Mensch, die Suse. Sag doch gleich Suse. Also, Fräulein Pieper, Sie haben den Schlüssel. Nein, ich habe ihn gesucht. Na, was hältst du denn für ein Mist, Karle? Wer hat denn nur den Schlüssel? Ich? Ich werd verrückt. Der Schlüssel ist beschlagnahmt, richtig so? Ja, kann nicht schaden. Das ist doch alles Tinnef mit Lakritze. Das ist bei Oberpüßern ja sowas nicht passiert. Was denn soll das gegen mich gehen? Ich nicht Moment, Moment, Moment. Ich glaube, so kommen wir zu keiner Lösung. Herr Borgel, wie wäre es denn mit einem Lokaltermin? Während der Aufklärung wird in kein Lokal gegangen. Wenn Sie durchstarten, sagen Sie es der Küche. Ein Lokaltermin ist eine Tatortbesichtigung. Ja, ja. Na, ich weiß ja, ich weiß. Ach so. Na, da gehen wir jetzt so hin. Ja, ich für meinen Teil gehe jetzt spazieren. Komm mal, Mütchen. Allseits ein freundliches Kikeriki. Ach, Borschen, hier ist der Film mit Ihrer Ankunft. Sie können vernichten. Aber nicht doch, ich bitte Sie. Machen Sie ein schönes Erinnerungsfoto von mir. Sie sind ein großartiger Schauspieler. Und ein charmanter Mann. Was man nicht von jedem sagen kann. Guten Morgen. Aber voll ein Witzmann. Ich gehe in die Küche. Halt! Jetzt ist Tatort. Besichtigung. Was denn auch in der Küche? Küche ist doch kein Tatort, nicht wahr, Herr Borgel? Naja, sollte sich der Dieb allerdings ein zweites Mal für Lebensmittel interessieren. Was denn ein zweites Mal? Elsie, geh sofort in die Küche. Ja, aber wenn er mir was tut? Das glaubst du doch selber nicht. Oh. Nein, das glaub ich einfach nicht. Außerdem hast du ja Herrn Heimbold bei dir. Aber mir sind sie sicher, Frau Rauschenbach. Dem gebe ich ihn aufs Maul. Aber mein Korb? Ja, dem gebe ich auch ihn aufs Maul. Oh. Also jetzt zum Tatort. Mir nach, Karl. Ja, geh du vor, du kennst dich hier aus. Und keine Fingerabdrücke wegen der Spurenversicherung. Alois, was hast du denn da oben? Da ist noch keiner. Ja, also meine Damen, vertrauen müssen Sie mir schon. Ich kenne die Berge und die Berge kennen mich. Ja, aber warum müssen wir denn auf Berge klettern? Ist das nicht gefährlich? Meine Güte, nun machen Sie sich doch nicht schon vorher in die Hosen. Oh, meine Kleine, ich bin doch bei Ihnen. Ist doch halb so wild. Sie haben wohl große Erfahrung. Ja, das sieht man doch wohl an meiner Ausrüstung. Mir ist kein Berg zu hoch und keine Wand zu steil. Ja, was denn für eine Wand? Haben Sie denn noch nie was von der Eier Nordwand gehört? Sie meinen Eiger Nordwand in den Berner Alpen. Da wollen wir hin. Heute noch nicht. Heute begnügen wir uns erstmal mit den Bärensteinen. Und wie hoch sind denn diese Steine? Ein kleines Bergmassiv, das während der Eiszeit von Gletschern aus dem hohen Norden so vor sich hergeschoben wurde. Von Gletschern? Ja, von Gletschern. Ja, und wo sind die Gletscher jetzt? Die sind wieder zurück und holen neue Berge. Meine Damen. Ja. Wir bilden jetzt eine Seilschaft. Also dies ist ein Seil, ein sogenanntes Bergseil. Und mit diesem Bergseil erklimmen wir den Berg. Mit dem Bergseil? Und seilen uns auf der anderen Seite wieder ab. Sagen Sie mal, sind Sie noch bei Trost? Ja, nun werden Sie doch nicht auch noch schwierig. Hier, klinken Sie das mal ein und den Rest schlingen Sie sich um Ihre Hüften. Um meine Hüften? Die Zeiten sind vorbei. Und Sie, sieben Schüchen, nehmen wir in die Mitte. So. Und wenn ich nun abstürze? Frau Hüttenrauch hält Sie doch. Ja, und wenn Frau Hüttenrauch abstürzt? Dann müssen Sie mit runter. Und dann fangen wir doch mal von vorne an. So, ich steige jetzt mal vor. Wohin? Über den Kamm hinauf zum Gipfel.
auf in die herrliche Bergwelt. Für uns ist keine Felswand zu hoch und auch zu steil. Wir steigen auf zur Spitze und halten fest das Seil. Ich fürchte keinen Abgrund und ist er noch so tief. Ich steige wagemutig in jedes Bergmassiv. Wir sind die Gänsen vom Bergkristall, denn Gänsen klettern phänomenal. Wir sind die Gänsen in Scheinerwand, weil wir so herrlich überspannt. Wir steigen auf den Schneeberg und auch in die Bastei und zittern meine Knie bei dieser Kraxelei. Wir fürchten keinen Watzmann und nicht Mount Everest. Wir haben keine Bange, weil wir so kletterfest. Wir sind die Gänsen vom Bergkristall, denn Gänsen klettern phänomenal. Wir sind die Gänsen in Steinerwand, weil wir so herrlich überspannt. Juhu! Sind das ein paar verrückte Damen und Tante Charlotte immer vorne weg? Das ist wahr, entzückend, diese drei späten alten Veilchen. Also keine Kritik an der Tante, ja? Sie ist Opas zweite Frau und hat das alles eingerührt. Wie rührend. Sie will mich doch mit Großvater zusammenbringen. Meine Eltern, da hätte ich lange warten können. Also meckere nicht, die Tante ist nicht schlecht. Keine Frau ist so schlecht wie die Erfahrungen, die man mit ihr machen kann. Küss mich, ich habe was Richtiges gesagt. Entschuldigung, ich hatte nichts gehört. Wir machen das auch immer ganz leise. Sagen Sie mal, warum haben Sie vorhin eigentlich nichts gesagt? Ja? Psst, mir sind doch die Hände gebunden. Ach was denn, Sie reden mit den Händen? Hier läuft doch irgendwas nicht in der Spur. Sie sportlicher Gleitfuß. Harry! Was denn? Töte ihn nicht! Ach, was sagen Sie denn dazu? Sie hat was Richtiges gesagt. Dann muss ich Sie ja küssen. Tatsächlich, ganz leise. Nun tau hinweg, du Schneeflocke. Danke. Wollen wir wetten, dass der in die Sache irgendwie verstrickt ist? Wonach schmeckst denn du? Und noch bitte, nur stören Sie doch nicht meine frühkindlichen Spiele. Herr Borgit, Sie hat den Mann mit dem Korb gesehen. Das habe ich mir gedacht. Sie wissen, wer es ist. So gut wie Sie. Na? 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 Der Skilehrer. Gell? Jetzt hat er auch was Richtiges gesagt. Ah, soll ich ihn küssen? Komm, du bist kein Kuckuck, du bist mein Huhn. Leg deine Eier nicht in fremde Nester. Oh. Da kommt ein Korb. Da kommt ein Korb. Ein viereckiger Eierkorb. Mhm. Das ist der Korb von Elsbeth. Im Kleiderschrank war er. Und Alois hat ihn entdeckt. Und Sie wissen nicht, wie er da hineingekommen ist. Ich konnte doch nicht in das Zimmer. Der Schlüssel war doch verschwunden. Ja, aus der Putzkammer? In die Putzkammer kommt ja niemand. Ja, Moment. Der Skilehrer. Der Skilehrer. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Hans Günther... Ich meine, dass er den Schlüssel... Das wird sich schon alles aufklären. Wir nehmen doch nur mal an, dass Ihr Verlobter eventuell mit dieser unbekannten Person irgendwie etwas zu tun hat. Was heißt denn hier annehmen? Wir sind verlobt, da nimmt man sowas nicht an. Und Ihre Fernsehsendung, die sehe ich mir auch nicht mehr an. Das könnten Sie jetzt wahrnehmen. Ach du Schande, einer weniger. Und wenn wir nun mal annehmen würden, dass diese unbekannte Person eine Frau wäre. Darauf kann es bloß ein Haar ankommen. Ab morgen machen Sie Ihr Bett selber. Wer die Frauen kennenlernen will, studiere ihre Entschuldigungsgründe. Harry! Jetzt bloß keine Schreit, um Gottes Willen. Ich werde mal nach ihr sehen, vielleicht kann ich Schlimmeres verhüten. Ach, Scheiße. Sie liebt doch ihren Hans Günther. Für sie ist er der ideale Mann. Ja, na ja, bloß weißt du, den idealen Mann, den gibt's ja gar nicht. Weil der ideale Mann, der bleibt ja ledig. Küss mich, ich hab was Richtiges gesagt. Lass mich los, du bist ein Ekel. Ich rufe nämlich sonst nach Großvater. Ach, den alten Sägebock, den werde ich überhaupt aufklären. Weißt du, was ich... Ja, dem werde ich sagen, passen Sie mal auf, Opa Moritz. Diese tauschschöne Zippelguste hier neben mir ist sozusagen der Knorpel in Ihrer Erdmasse. Sprechen Sie sich ruhig aus, junger Mann. Mädel, wenn der dir was tut, du, dem puste ich eine Sägespäne. Harry, ist in Ordnung, Opa Moritz. Ach, Opa Moritz, wie das klingt. Ach, apropos Opa, haben Sie eigentlich Enkelkinder, Herr Heimbold? Hat er nicht. Ist auch kein Thema für uns. Schwamm drüber. Und ich hätte so gern einen Großvater wie Sie gehabt. Von dem sie sozusagen was lernen kann, Beruf und so. Was heißt denn hier und so? Er ist Instrumentenbauer. Auch ein Holzwurm. Tja, nehmen Sie Platz, Herr Heimbold, wenn Sie bitte mal schauen wollen. Nehmen Sie Platz. Sehen Sie mal, dieses Klavier hier ist ein Tonmöbel.
Bei Tonmöbel verwenden wir Hölzer, die abgelagert sein müssen. Nun, beim Klavier ist der wichtigste Teil der Resonanzboden. Er ist eine unter den Saiten liegende, dünnfaserige Fichtenholzplatte, deren untere Seite mit der Berippung besetzt ist, also Holzleisten, die die Fasern rechtwinklig schneiden, um Transversalschwingungen zu verhindern. Und wenn Sie jetzt wieder mal hören wollen, ich habe einen Großpapa und das ist sehr viel wert. Denn so ein richtiger Großpapa ist meistens sehr begehrt. Was ich nicht weiß, das frag ich ihn. Sag, weißt du, Großpapa? Für mich ist vieles ungeklärt. Was mach ich denn bloß? Na? Wo steht der Orion? Wo liegt denn Caracas? Kennst du ein Xylophon? Was ist ein Adalas? Was ist der Wendekreis? Wie stellt man Liebe fest? Das Einzige, was ich weiß, du bist nicht sattelfest. Wir haben einen Großpapa und das ist sehr viel wert. Denn so ein richtiger Großpapa ist meistens sehr begehrt. Was ich nicht weiß, das frag ich ihn. Sag, weißt du, Großpapa? Für mich ist vieles ungeklärt. Was macht man da bloß? Ja. Wer hat den Korb entdeckt, den Kleiderschrank, weil die Kriebel davor lagen? Das besagt doch gar nichts. Ich will jetzt wissen, wer da oben ohne meine Genehmigung geschlafen hat. Ja, hör mal, was sagen, der Kreis der Verdächtigen wird immer kleiner. Ja, ja, du Superdetektiv, zum Schluss war es der Oberpickler selber. Oh, Verzeihung, Geheimrat, ich hätte mal eine Frage. Schon wieder dieser Hahn. Wieso? Ist etwas vorgefallen? Herr Borgelt scheint was entdeckt zu haben. Der ist dort drin mit Fräulein Susanne. Ja, das halte ich ja alles gar nicht aus. Entschuldigen Sie mich bitte vielmals. Das halte ich alles gar nicht aus im Kopf. Dabei wollte ich ihn bloß fragen, ob ich mit Fräulein Maxima das Haus verlassen darf. Herr Hahn! Herr Wachtel? Können wir ruhig ein bisschen helfen, ja? So Fall ist nämlich gar nicht so einfach. Man möchte schließlich für das schöne Heim hier und für einen Heimleiter und Silvester steht vor der Diele, ne? Nun sagen Sie schon mal, wer hat denn den Korb da raufgetragen? Der Skilehrer. Oh. Auf den Arm nehmen kann ich mich alleine, ja? Ausgerechnet der Skilehrer, so ein Blödsinn. Gehen Sie, keine Fragen mehr. Mein Wort, Herr Wachtel. Och, auch noch mein Eid. Hauen Sie ab, komm mal hin, drauf. Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte nun endlich mit Fräulein Maxi zur alten Försterei wandern. Steht dem irgendwas im Weg eventuell? Was soll da eventuell im Weg stehen? Da geht sie geradeaus bis zur Waldhütte und rechts rum, da steht doch nichts im Wege. Prima, dann wünsche ich ein erfolgreiches Ende. Alles hat ihr Ende, bloß der Wurst hat's weh. Der Hahn denkt auch, dass der Sonne seinetwegen aufgeht. Was? Bloß gut, dass der Oberpichler nicht da ist. Der würde das Zeit mir erst rechte verrückt machen. Dass die Tieren von der Lehne aufgehen, na ja. Weil die Küche brennt. Der Bursche denkt doch, wenn er was sagt, da steht eine Zeitstille. Na, 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 na. Kommt mal, dummes Geschrei los hier mit euch. Stille, halt! Hier ist ein Erholungsheim, ja? Horror-Fiepe! Aber schön ist, wenn am Abend sich die Krimi-Fenstern laben vor der Flimmerkiste hocken, weil sie völlig unerschrocken mit dem Opfer bangen zittern, die Gefahr schon vorher wittern. Weil sie es gruselt mit Behagen, weil der Täter zugeschlagen, weil der Kommissar ist ratlos und der Polizei so tatlos, dann ist Krimi-Zeit für alle. Und sie gehen nicht in die Falle, nicht bevor der Täter schwätzt, hinter Schloss und Riegel sitzt und die Leiche aufgeschlitzt. Das ist die Krimi-Zeit, geliebte Krimi-Zeit, da gruselt's weit und breit mit viel Effekt. Wenn dann in dunkler Nacht ein Schuss im Garten kracht, so herrlich aufgeschreckt. Oh.
Und dann scheppert's und dann schneppert's und dann rasselt's schnell. Alarm! Von den Wärtern tönen Glocken, Polizisten schärfen Socken und dem Täter wird ganz warm. Aus dem Fenster springt er, zu nem Auto hinkt er und schon braust er los. Doch da kommt eine Brücke und die hat eine Lücke. Schon stürzt er in den Fluss. Das ist die Krimi-Zeit, geliebte Krimi-Zeit. Da gruselt's weit und breit mit viel Effekt. Wenn dann in dunkler Nacht ein Schuss im Garten kracht, so herrlich aufgeschreckt. Hilfe! Da sind sie! Stimmt ein! Hier ist es nicht! Da unten kann's! Was ist denn passiert? Sind Sie gestört? Nee, im Gegenteil. Aha. Was heißt denn hier? Aha! Der Unbekannte war da, ich hab ihn gesehen. Wer weiß, was du gesehen hast. Der Borgel, ich hab ihn gesehen. Hier hat er gestanden, der Obsession hier. Ich hab alles genau gesehen. So deutlich, wie ich das hier sehe und das Papier und was draufsteht. Bitte, hier steht. Liebe Urlauber, im Motorschiff Bergkristall lädt zur Silvesterfahrt mit Peter Borgelt ein. Was? Was liest du denn für einen Unsinn? Na, gucke, hier steht's. Motorschiff Bergkristall. Wieso taut's denn draußen? Ja. Lädt zur Silvesterfahrt mit Peter Borgelt ein. Ja, das stimmt, er hat recht hier. Das war der Unbekannte. Eine Hausdurchsuchung. Zu Befehl! Ohne Durchsuchungsbefehl? Naja, weit kann er ja noch nicht sein. Herr Borgelt, wir nehmen die obere Etage, ihr beide nehmt die untere. Wenn ich nur wüsste, wo Hans Günther steckt. Lass doch jetzt den Skiflitzen, der weiß doch auch gar nicht. Herr Borgelt, jetzt schnappt die Falle zu. Bitte. Gehen Sie vor, ich gehe nach. Und wenn es stimmt, was er gesehen hat? Wo soll denn hier ein Schiff anlegen? Wenn bloß der Oberfichtler da wäre, er lässt mich zum Silvester allein. Auf hoher See. Schnell ins Reservezimmer. Vermuten Sie jetzt keinen mehr. Nehmen Sie auf der rechten Seite, Herr Borgelt. Hab ich schon. Susan, ihr wisst keiner. Nein, nein. Wenn ich bloß wüsste, wo Hans Günther steckt. Jetzt die andere Seite. Ich bleib hier. Mir entkommt er nicht. Motorschiff im Gebirge. Von oben. Da oben sind Alice und Herr Borgelt. Ich weiß, und die suchen nach dem Unbekannten. Und du? Ich suche auch nach dem Unbekannten. Du lügst! Susi, du nennst mich einen Lügner? Womit habe ich das verdient? Meine Mutter und mein Vater eigentlich weniger. Aber meine Lehrer und meine Trainer haben in meiner Kindheit nie Lügner zu mir gesagt. Und dann habe ich dich getroffen. Du sahst so süß aus. Ein Dirndl trugst du mit Spitzenschürzen. Einfach Spitze. Und darunter hattest du, das war auch Spitze. Und jetzt wollte ich dich heiraten. Und dein Kind möchtest du auch von mir, sozusagen als Pflichtkühe. Bruno soll es heißen. Und du nennst deinen Vater einen Lügner? Hör doch auf, ich liebe dich, ja. Tja, ich bin der geliebte Lügner. Sag doch, wem hast du die Lebensmittel gebracht? Das lügt mir nicht. Ich meine, es liegt mir nicht. Sag's mir bitte ins Ohr. Na gut, und in welches? Das ist doch egal. Ach, ist das niedlich. Wollen wir nicht lieber auf dein Zimmer gehen wegen Bruno? Wer war im Reservezimmer? Oberbindler. Du Lügner! Was? Nie wird es einen Bruno geben. Suschen! Nie! Aber ich hab doch... Niemals! Su... Nie! Dann wird es eben eine Brunhilde. Wenn man schon mal die Wahrheit sagt. Halt! Stehen bleiben! Sie was, sind erkannt! Was wollen Sie denn von mir? Ihnen werde ich helfen, das ganze Heim aus dem Hof versetzen. Zimmer 3. Grünewald, entschuldigen Sie bitte vielmals ein Ich Versehen. Werde mich bei Herrn Oberbichler beschweren. Brieflich. Gesundheit. Unterbrechen Sie mich nicht jedes Mal. Kalle, hast du was entdeckt? Ich habe Herrn Grünewald mit dem Unbekannten verwechselt. Ist er denn noch zu retten? Wie kannst du denn den Unbekannten verwechseln? Also auf der rechten Seite ist niemand. Na, Gott sei Dank. Das freut Sie, was? Na ja. Aber der Gerechtigkeit halber müssen wir natürlich mein Zimmer auch durchsuchen. Nein, Herr Borgelt, das ist... Was ist denn das? Das ist alles in Ordnung. Also, Achtung!
Nichts. Und das Fenster? Zu. Wundert Sie das? Ja, aber da war doch... Oh, Alois, mir ist schlecht. Wo willst du jetzt hin? Zu Brunos Mutti. Susi. In Dietz. Hallo, Leute! Große Sensation! Herr Burschel, Ihr Begrüßungsfoto. Ne, ins Schiffbombe. Fräulein Fitzmann, ich hatte Ihnen doch untersagt... Machen Sie gegenwesen. Das Foto ist beschlagnahmt. Reden Sie gegen Marriage, Alois. Herr Burschel, gucken Sie mal. Hier hinten, sehen Sie, bei der Speisesaaltiere, die Figur, die da um die Ecke illert. Ja. Wissen Sie, wer das ist? Ja, nein. Das ist ja wirklich eine Sensation. Meine Herren, würden Sie mich bitte mit Fräulein Fitzmann allein lassen? Alleine? Mit der Fitzmann? Du hörst doch, wir werden nicht mehr benötigt. Doch mal, könnte ich nicht vielleicht doch mal einen Blick auf sie... Komm jetzt! Jetzt hör mich doch nicht, das Nötigung, Junge! Also, Sie sind ganz sicher? Freilich. Mhm. Und es kann hier nicht Herr Grünewald sein? Der hängt doch hier hinten am Geländer. Aha. Ja, also dann, Fräulein... Fitzmann. Aber Sie können auch ruhig Hannelore zu mir sagen. Das wäre mir eine Ehre. Also dann, Fräulein Hannelore, also ich hätte da auf meinem Zimmer auch eine Überraschung für Sie. Auf Ihrem Zimmer? Mhm. Für mich? Meine Güte, Sie gehen aber ran. Günstler, geh langes Federlesen, rinn in die Fee. Verzeihung. War nicht so gemeint. Also dann, los. Herr Bursche. Ja. Sie können auch ruhig Lorchen zu mir sagen. Lorchen. Ich bin so frei. Stehen bleiben, keine Bewegung! Karl, hast du geschrien? Das war doch eine Frauenstimme. Ja? Wo ist denn der Bordel? Und der Fitzmann? Verschwunden! Entführt! Halt! Ich guck mal auf. Klopf aber vorher an. Du altes Ferkel. Wollen Sie zu mir? Nee, nicht direkt. Also, Rauschenbachs Karl hat... Wir hörten ihn schreien. Ein Schrei? Fräulein Lorchen, haben Sie einen Schrei gehört? Gehpiepser. Na, Gehpiepser. Im Heim herrscht eben Ruhe. Hilfe! Rettung! Wer ist in Not? Ach, Herr Rauschenbach! Herr Alois, nun haben wir den Salat. Frau Heinbold sitzt im Eulenbach. Wir konnten sie nicht mehr hinaufseilen. Hören Sie auf zu heulen. Wo ist der Heimbold? Eine Rettungsaktion, die Bergwacht, SOS. Herr Jesus, auch noch. SOS, los. Karre, Hubschrauber, Feuerwehr. Du holst seine Schlitten, Taschenlampen. Hat sich die Frau Heimbold vielleicht verletzt? Ich kann die Eule nicht verstehen. Komm, los. Na klar, es wird passiert. Wo ist Charlotte? Na, ihr beiden Jemsen, Frau Rübezahl. Nun jodeln Sie mal was. Wo ist sie hingetreten? Ihrer Gattin ist nichts passiert. Als wir uns abseilten, riss das Seil. Und Frau Heinbold plumpste in den Eulenbach. Ins Wasser. Die Alte lässt auch nichts aus. Zwei dem Eulengrund, das ist kein Silvesterscherz, die Blödmann. Ja, wir haben Apparat. Hebamme, Entschuldigung. Herr Borgen, wie ist die Nummer vom Polizeiruf? 110. Sie gehört 110. Ich spanne die Lotte an den Pferdewagen. Ich stelle die Karte in die Karte. Wir eine Karte aufstellen, wir marschieren in geschlossener Reihe. Wir bringen keine Gänse vom Bergkristall. Luise Trinker! Charlotte! Mein Alpengrün! Haben sie dir gerettet, du mein edelweiß Mensch! Die Hauptsache ist, dass man lang lebt! Du, der zahlt dir! Noch so eine Katastrophe und ich feier's mal! Ja, ja, feier's mal! Feier's mal deine Rede nicht! Herr Rauschbach! Abbach! Erwin! Ich hab jetzt nassen Hintern. Charlotte! Ach, Luise, Charlotte. Mechthild, Frau Hüttenschuh, das dumme
dumme, dumme Seil. Ist ja auch nicht mehr das, was es mal früher war, nicht? Mensch, reiß dir zusammen, Charlotte. Reiß dir zusammen, Charlotte. Sag mal, wie bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Also Harry und ich, wir saßen am Fenster und sahen die Tante kommen. Na, was denn für eine Tante? Und da haben wir sie in die Gaststätte geholt und ja einen Punsch eingeflößt. Ein, zwei, fünf kann ich noch zählen. Ich bin ein Flößer. Erwin, mein Süßer, guck doch nicht wie so ein Astloch. Das ist deine Tochter. Nee, also nur jetzt kein Quatsch. Das ist deine Enkeltochter Maxi, die Tochter deiner Tochter Karin. Ich wär verrückt. Siehst du, Moritz, jetzt kann ich Opa sagen. Oh, und ich bin wunschlos glücklich. Einwandfrei. Über'n See, ohne Wasser, ohne Wellen, ohne Luft und ohne Lee. Hollei, 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 hollei. Sie haben sofort gewusst, wer der Unbekannte war? Nicht sofort, Sie haben mich erst drauf gebracht. Aber Sie verraten mich. Natürlich nicht, das soll ein Silvesterscherz werden. Außerdem ist das ein Fall für Alois. Klar. Außerdem waren Sie auch der Einzige, der uns Kostüme besorgen konnte. Ja, hoffentlich klappt's. Die Fitzmann und Susanne, die kommen nämlich ohne Seemannskostüme wieder. Alle Mann an Deck! Kostüm aus Java! Kostüme? Ja. Mein Gott, Erwin, wo gibt's Kostüme? Ich sehe das Kind. Ein Bordfest. Ja, ich will auch ein Kostüm. Also, was geht man denn zu so einem Bordfest? Ja, ich weiß. Ich gehe als Afrosine, die Schaumgebremste. Aphrodite. Ja, Dito, Kindchen, auf in die Wäschekammer. Ich weiß auch, als was ich gehe. Ja, als Ungeheuer von Loch Ness, was? Und als was gehe ich denn? Na. Opa, jetzt bist du aber still. Ja, was ist denn? Ich wollte bloß Seejurke vorschlagen. Ne? Opa, ja? Opa, ich gehe als Nixe. Als was? Als Nixe. Ich untersteh dir. Oben ohne, was? Mit dir hab ich einen Fang gemacht. Seine Familie kann man nicht aussuchen, was? Was ist denn mit Ihnen los? Nicht auf der Suche nach dem Täter? Na ja, diesen Fall, den lasse ich meinen Kollegen Alois abschließen. Strengt wohl an, Peter Borgel zu sein, was? Was wollten Sie gehen, als was? Als Nixe. Ach, oben Frau und unten Fisch? Alles im Leben hat zwei Seiten. Man muss sich nur entscheiden. Und Harry? Macht sich nichts aus Fisch. Sind Sie eigentlich verheiratet? Ja. Das ist gut. Blaue Jungs von der Waderkant. Ahoi, ahoi, ahoi. Sind an Land, außer Rand und Band. Ahoi, ahoi, ahoi. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Los, komm, ich brauche ein Kostüm. Was? Denken Sie daran, das Leben hat immer zwei Seiten. Ja, man muss sich nur entscheiden. Kinder machen Freude. Man muss nur genug davon haben. Hallo, Marie. Hab ich mich verloren? Ja, ich glaube. Das ist der letzte Traum von Alcona. Ahoi, ja, das mit dem Bordfest, was? Wie so ein Zellstand. Ach ja, ach, das wollte ich ja eigentlich erzählen, deshalb bin ich so gerannt, aber. Jetzt von dem Schreck noch ganz übel. Ach so, ja. Was hat Sie denn so erschreckt? Na ja. Na, ich glaube, wir gehen an die Bar und trinken einen auf den Schreck. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Ah, so. Jetzt geht's los. Oh, Alois in Zivil. Ja, sag mal, Sonntagsanzug. Was trinken wir denn? Na, ich schlage hier vor einen klaren, was? Als Wegbereiter. Ja. Na ja. Also, dann schicken wir ihn mal auf den Weg. Ehrlich? Na denn. Na denn. Zack. Ah,
ist ein langer Weg. Wo es mir noch so auf den Magen geschlagen ist. Oh, der ist aber magenfreundlich. Ja. Die Flasche lassen wir mal gleich stehen, es kommt nämlich noch schlimmer. Noch schlimmer? Ich heute auf meine Post die Silvestertelegramme vom Heim entgegennehme, ja, da denke ich mir so, wirst du mal den Oberpichler in Bad Liebenstein anrufen, ihm alles Gute zum Jahreswechsel wünschen. Ne? Weil der arme Kerl, der liegt da im Bette und wir feiern hier und trinken und trinken und trinken. Trinken wir noch einen? Naja, also ein Klein, ja? Ja, für mich sind das ja alles Kleine. Na denn. Na denn. Also, Sie haben telefoniert. Ja, Schnursports. Nee, das heißt, ich habe erst einmal ein Gespräch angemeldet. Aha, und dann telefoniert. Nee, gewartet. Bei uns muss man immer ein bisschen warten. Ja. Ja, damit uns die Zeit nicht zu lang wird, könnten wir sie vielleicht mit einem kleinen Schluck verkürzen. Also, einverstanden. So. So, ein Na denn? Na denn? Zack. So, ja, und dann hat's nun gebimmelt, also. Ja, wo? Oh. Das Telefon. Alois, ich will jetzt wissen, was in Bad Liebenstein los war. Visite. Mhm. Der Oberarzt hatte gerade Visite. Weil ja die Patienten, die brauchen neue Pillen und neue Tropfen und, das ist ein feiner Tropfen hier. Gib ich mal hinaus, ja? Ja, ja. Na denn? Na denn? Also, Alois, wer war denn nun am Telefon? Meine Schwester. Nee, Schwester Monika. Aha. Aber die kannten wir ja schon aus der Zeitung. Das ist die Schwester von Erich Schmidt. So, und die haben Sie gefragt? Nee, die hat mich gefragt. Die hat mich gefragt, was ich möchte. Wenn man mich so fragt, was möchte ich denn? Was möchte ich denn? Was geht? Die haben Sie also gefragt, liegt bei Ihnen ein gewisser Herr Oberpichler? Richtig. Na? Habe ich gefragt, liegt bei mir ein gewisser Herr Oberpichler? Und da hat die Schwester gesagt, ein Herr Oberpichler ist seit 2 Tagen nicht mehr da. Jawohl. Jawohl. Hat die Schwester gesagt, wer telefoniert ja eigentlich, Sie oder du? Oder was? Wie? Ja, gesagt, Herr Oberpichler ist vor 2 Tagen entlang. Deswegen bin ich ja hier. Herr Hauptmann, Herr Oberpichler haben Sie vor 2 Tagen entlassen jetzt. Jetzt brauche ich ihn. Und der Karl braucht auch ihn. Wenn der Karl erfährt, dass der Oberpichler vor 2 Tagen... Wo ist denn der Karl überhaupt? In der Wäschekammer. Er gibt Seemannskostüme aus. Seemannskostüme? Der hat überhaupt keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir ein schöner Segel. Jetzt haben wir keinen Unbekannten mehr im Haus. Jetzt haben wir einen blinden Passagier an Bord. Ich gehe mal über den Reling. Ich frage Herrn Borgel, ich lasse mir doch keinen Seemannsgarn vorspinnen. Du verdirbst noch alles. Fragt sich, wer hier alles verdirbt. Lebensmittel aus der Küche stehen, Elsbeths Korb und Frühstück für eine unbekannte Person aufs Zimmer. Und behaupten, Herr Borgel weiß davon. Hat er das gesagt? Ach, da sind Sie ja. Susi, ich musste doch schwinden. Ich lasse mich scheiden. Da sind Sie denn überhaupt verheiratet? Im März wollten wir eigentlich. Und danach lasse ich mich sofort scheiden. Also. Fräulein Susanne, ich glaube, wir trinken erst mal einen darauf zur Beruhigung. Na denn? Du nicht. Ich beruhige mich mit Herrn Borgelt alleine. Na denn. Hände weg von den Bojen. Denk doch an Bruno. Also ich glaube, Ihr zukünftiger Mann hat die Wahrheit gesagt. Ja. Dann ist der Unbekannte kein anderer als ich. Na dann will ich mal das Kommando übernehmen. Ich bin jetzt der Obermaschinist. Aha. Und du bist der Untermaschinist. Und Sie Hilfsmaschinist. Jawohl, Herr Obermaschinist. Jawohl, Herr Obermaschinist. Herr Borgelt, weil Sie uns so fein geholfen haben, darf ich Ihnen mal den Maschinenraum zeigen. Du zeigst jetzt gar nichts mehr.
sind stets Optimisten und haben es im Griff, weil wir die Maschinisten auf diesem Superschiff. Was wäre dieser Dampfer auf dem weiten Ozean ohne Maschinisten in Olla Äppelkahn? Nicht weit vom Heck weg, tief unterm Deck, dreht sich die Schraube mit Volldampf voraus. Sie dreht sich in Eile von Meile zu Meile, nicht mehr weit zum Hafen. Drei Strich Backbord voraus. Wir sind stets Optimisten und haben es im Griff, weil wir die Maschinisten auf diesem Superschiff. Was wäre dieser Dampfer auf dem weiten Ozean ohne Maschinisten, Nolla Äppelkahn? Hallo, Fräulein Lorchen, sind Sie das? Die Fotofix mal mit der offenen Blende. Ja, das ist ja kein Kleid, das ist ja Ebbe und Flut. Herr Borschelt, ja. Ich bin doch die Bardame. Ach so, ja. In der Hafenbar. Bei mir gehen Sie nicht über Bord. Und hier ist Kostüm vom blinden Passagier, wie Sie gesagt haben. Gut, also dann los. Fräulein Lorchen, würden Sie bitte vor mir gehen? Das ist doch keine Bardame, das ist doch eine Sturmflut. Karl-Heinz, Kapitän! Du siehst aus wie ein Enterhaken. Ich bin ja bloß neidisch. Neidisch? Ich gehe auf meinen Leuchtturm und guck von oben zu, wie du absäufst. Weil du als Leuchtturmwärter keine Ahnung von der Seefahrt hast. Keine Ahnung? Ich sag dir bloß, Navigale, Nescafé, Seefahrt ist gut, jetzt bist du dran. Ja, dann nehmt ihr doch mal an, ich liege vor Anker. Vom goldenen Anker besoffen, was? Fein. Hör doch hin, ich liege im Hafen, um zu löschen. Dein Dusch, was? Mein Schiff löschen. Ihr brennt's wohl? Wieso? Hast du ein Feuerschiff, was? Und dann musst du den Anker lichten. Den Anker sichten? Ich sichte gar nicht. Den Anker sieht man nicht, der liegt im Wasser. Wie hast du denn geschmissen? Man zieht den Anker aus dem Wasser mit Hilfe einer Winde. Eines Windes? Einer Winde? Wer sagt denn, es bläst eine mächtige Winde? Das ist kein Wind, der bläst, das ist eine Winde, die zieht. Wer zieht, machs Fenster zu. Das heißt nicht Fenster, sondern Bullauge. Wo kommt der Bulle nun wieder her? Was ist denn für ein Bulle? Na, der ist Auge schließt. Wieso denn schließt? Na, weil es hier zieht. Ich will aber sagen, das ist gar kein Motorschiff, das ist ein Rinderoffenstall. Vorbei. Der Leuchtturmwärter ist ein guter Freund von mir. Und die Nacht, die ist düster, da sieht man nicht mehr.
Da siehst du nicht mal das Meer, siehst du mehr. Da leuchtet Kehlstern und der Nordpol ist weg. Mein lieber Herr Rhein, da kriegst du aber einen Schreck. Da rufst du Ahoi, mach mal Licht, Alois. Wo geht's denn hier lang? Mir ist schon ganz mies. Da mache ich nix. Und mein Leuchtturm geht an, weil man mit dem Leuchtturm so schön leuchten kann. Und ich glaube, Peter rüber. Mein Leuchtturm, der dreht sich im Kreise herum. Bei mir dreht sich's hoch, mir ist schon ganz dumm. Das kommt nicht vom Leuchten, das kommt mehr vom Rum. Mein lieber Herr Leuchtturm, stehst auch ganz schön krumm. Ahoi, mach mal Licht, Alois. Wo geht's denn hier lang? Mir ist schon ganz mies. Da mache ich nix. Und mein Leuchtturm geht an, weil man mit dem Leuchtturm so schön leuchten kann. Guck mal die Trompete rüber! Mein Leuchtturm, der dreht sich im Kreise herum. Bei mir dreht sich's hoch, mir ist schon ganz dumm. Das kommt nicht vom Leuchten, das kommt mehr vom Rum. Mein lieber Herr Leuchtturm, stehst auch ganz schön krumm. Übern Ozean und übern Müggelsee und schaukelt auf der Dampfer wie ein altes Kanapee. Wir fürchten keine Welle und ist sie noch so groß, weil wir als Stewardessen so völlig ahnungslos. Das sind die Stewardessen vom Bergkristall, sind flotte Mädels vom Personal. Wir sind auf Zack, Herr Kommandant, weil sie so herrlich überspannt. Wenn das Oberpichler erfährt. Hat er schon, Kollege Rauschenbach, hat er schon. Herr Oberpichler, Sie? Keine Panik, den Aal habe ich spendiert. Herr Borgert, ich bitte um mildernde Umstände. Silvester ohne mein Ferienheim, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich hatte sozusagen Heimweh. Außerdem wollte ich mal sehen, ob es auch ohne mich geht. Kollege Koch war so freundlich, mir bei meinem Versteckspiel zu helfen. Nie wieder. Der Borgelter Fall ist aufgeklärt. Ich hab von Anfang an gewusst. Der Gärtner war der Mörder. Herr Bausmann, Halbleiter, auf Ihrem Schiff zieht's. Dann machen Sie das Pullover zu. Soll ich ihn auch verhaften, Herr Borgelt? Kann nicht schaden. Wie sehen Sie denn aus, blauer Junge? Blaue Jungs von der Waterkant. Ahoi, ahoi, ahoi. Sind an Land, außer Rand und Band. Ahoi, ahoi, ahoi. Ich habe einen Großpapa. Und er ist Meeresjott. Und ich bin seine Nixe. Und ungeheuer flott. Was sie nicht weiß, das fragt sie ihn, sagt Neptun, gluck, gluck, gluck. Was ist für dich der Plansee? Kleiner Wasserschluck, einwandfrei. Blaue Jungs, von der Waterkant. Ahoi, ahoi, ahoi. Sind an Land, außer Rand und Band. Kann auf See machen.
Mann sein. Warum denn ich herrsche? Herrsche! Wir haben die ganze Welt bereist. Zu Land und auch zur See. Zur See! Der Hafenbar ist Ankerplatz. Drum rufen wir Ahoi! Ahoi! Die Schotten dicht und Kerabatz. Dem Borschelt bleib ich treu. Den Schotten nicht und den Rabatz, den Borschel bleibt treu. Diese Seefahrt war sehr lustig, winke, winke, es geht los. 1986, alles gut, es wird.